Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir sind wieder aktuell am Start mit der neuen Folge von Seven Wars Wild, Folge 12. Die kürzeste Folge bisher, glaube ich, wenn man die Aussetzungsfolge rausnimmt. 58 Minuten. Das erste Mal seit der ersten Folge unter einer Stunde. Ich weiß nicht genau, ob das was Gutes oder was Schlechtes zu bedeuten hat. Normalerweise die Folgen waren immer 1 Stunde 10, 1 Stunde 20, 1 Stunde 30, 1 Stunde 40, hatten wir glaube ich auch schon mal knapp. Ich bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst, dass irgendjemand rausfliegt und es daher dann weniger Content irgendwie gibt. Ich habe keine Ahnung, ich freue mich drauf. Folge 12, wir gehen rein. Wir haben heute einen Seven Wars Wild Tag auf meinem Kanal quasi. Wir haben jetzt uns heute Morgen die Behind-the-Scenes-Folge angesehen, wo Nova abgeholt wurde. Es war nochmal emotional. Es hat mich so gefreut zu sehen, wie sie im Camp angekommen ist und sich gefreut hat zu essen, zu duschen und wieder Menschenkontakt hatte. Folge 11, dann haben wir uns heute Nachmittag quasi angesehen zusammen. Da war es auch super interesting. Knossi für mich natürlich da rausgestochen, wie er mental weitermacht. Wir haben das erste Mal gesehen, wie sich jemand übergeben hat quasi. Auch Knossi war das. Die Shelter wurden alle umgebaut, nachgebessert, versucht vor der Flut zu schützen. Und die Axt-Challenge ist bis jetzt bei keinem so wirklich erfolgreich vollendet worden. Knossi hat es quasi schon aufgegeben, Otto hat einen kleinen Splitter abgehauen und Joris einen noch kleineren Splitter. Bedeutet, aktuell ist Otto Platz 1 bei der neuen Challenge und Joris Platz 2. Sabrina, Fritz und Sascha müssen die Challenge noch richtig weitermachen. Sascha hat schon angefangen. Aber das ist bei ihm auch nichts Ganzes geworden und ja, ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir schauen direkt rein. Tag 5, 15.55 Uhr, okay. Wir starten bei Knossi, kacke. Er hat ja die Folge beendet mit, egal, ich drücke den Knopf jetzt. Ich drücke den Knopf, wir gehen heim. Ich drücke jetzt den Knopf, wir gehen heim. Hallo Spaß. Ich drück jetzt. Holt mich ab. Knossi war echt Entertainment-Maschine. Letzte Folge war super unterhaltsam bei ihm. War wirklich super unterhaltsam bei ihm. Muss man sagen. Ich sehe schon, wie sie die Szenen benutzen als Spaß-Szenen. Haben sie. Haben sie benutzt erfolgreich. Ja, haben sie. Verdammte Scheiße, ich fühle mich echt wie Rambo. Hätte ich die Challenge geschafft? Boah, krass. Das wäre ultra krass gewesen. Hätte ich ihm gegönnt. Die Challenge heute noch gepackt. Hätte ich ihm sehr gegönnt. Naja. Aber schwere Challenge. Ich hatte halt jetzt Bock auch auf Gewinnen, ne? Schwere Challenge auch, muss man sagen. Ich hatte echt Bock. Hatte richtig Bock. Komm, ich rauch die durch. Ist egal. Komm, ist egal. Ich wusste es. Ich hab noch eine und fertig. Er kann sie nicht halb rauchen. Er kann das nicht. Ich brauch die. Heute habe ich einen sentimentalen, ehrlich. Hatte er aber echt. Heute hab ich komplett sentimental. Knossi hatte auch Tränen in den Augen gehabt, etc. Das heißt. Danach habe ich mich wieder voll gefangen und bin voll. Geh ins Wasser, geh schwimmen. Ah, weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue Greenie! Du kriegst jetzt Haare! Ich baue an Greenie weiter. Ach, Knossi. Das zieht ihn so hoch, ne? So, Greenie. Okay, jetzt sieht er wirklich aus wie Wilson aus Castaway. Ich habe mir vor 2 Tagen Castaway nochmal angeguckt, einfach weil ich so wegen Seven Wars Wild auch Bock hatte. Und ey, ja, Wilson sah halt echt so aus, ne? Einfach Wilson. Na, Alter, wie fühlst du dich? Geil, ne? Schön. Ich bin gespannt. Ich glaube, es ist noch nicht alles verloren mit den Challenges. Ich glaube nicht, dass das viele heute geschafft haben. Nee. Ich gebe alles. Mal sehen, was morgen kommt. Ich bin motiviert. Ich bin wieder voll motiviert. Ich hole mir gleich eine Kokosnuss vom Baum. Und oh, dann nee. Habe ich nochmal Energy. Dass Knossi echt jetzt noch eine Kokosnuss essen kann, nach dem Dilemma, was vorhin war, das könnte ich nicht mehr. Ich könnte keine Kokosnuss mehr essen, wenn ich davon kotzen musste. Hoffentlich da ich keine raus. Verfaulte. Ich werde raus. Und dann bin ich ready to rumble! Diese Energie, wo er die Energie hernimmt, keiner weiß es. Keiner kann es mir beantworten. Es ist ein Mysterium, wo Knossi diese Art von Energie immer hernimmt. Schwierig. Also ich bin auf der Suche nach einem Stein. Ich zerfetze immer wieder Steine, also Form, die halt dann so eine Form haben wie eine Axt. Und vielleicht sogar so eine Form, dass ich es oben zusammenbinden kann, eben zum
Stock. Aber ist halt, ja, nicht leicht. Dass es auch so scharf ist, dass es Sinn macht, so einen Würfel aus Hartholz, glaube ich, ist das, da durchzuhieben. Und es geht schon wieder los. Ja, moin. Also Sascha muss da auch weg, so langsam. Wow, wow. Ja, jetzt kommt schon ganz zu mir rauf. Scheiße. Holy shit. Ey, ohne Scheiß, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich kann doch nicht die ganze Zeit. Ja, er war halt gar nicht darauf vorbereitet, ne? Dass mein ganzes Schelter weg schwimmt. Ah, wieso kommt das auch noch dazu? Ganz ehrlich, mein ganzer Körper ist rot. Irgendwann, keine Ahnung, was das ist. Nicht nur Stiche, weil irgendwie ist der ganze Körper, ich hab's euch ja gezeigt, überall komplett offen. Hätte es eine allergische Reaktion oder was? Die löst dir vielleicht die Übelkeit aus, die heftige. Und dieses Schwindelgefühl. Ich weiß echt nicht, was in mir los ist. Aber dann geht's wieder. Ey, aber ganz kurz, man muss es echt nochmal sagen, ich habe so Respekt. Sascha hat wirklich bis jetzt mit nur einem Gegenstand durchgezogen, ne? Genauso wie Fritz und Otto, die Survival-Experten sind. Aber dann geht's wieder weg und dann. Wir haben alle gelacht. Zweite Folge, wir haben alle gelacht. Sascha gräbt seine Gegenstände ein. Wir haben alle gelacht. Und jetzt, 10 Folgen später, er ist immer noch dabei. Das ist krass. Das ist schon krass. Es ist einfach nur ein Kampf. Da. Oh. Ist mir immer kurz davor, sich zu übergeben. Dann geht's wieder. Dann ist man wieder kurz davor. Kacke. Das Leben am Limit die ganze Zeit, schon seit 2 Tagen. Aber jede Minute, die ich schaffe, nicht aufzugeben, ja, bin ich stolz drauf. Jede Minute kämpfe ich mit mir. Das war aus dem Intro eine Szene. Ich glaube, jetzt haben wir alle Szenen aus dem Intro. Oder hatten wir dieses Welcome to the Jungle von Otto schon? Das weiß ich nicht, aber ansonsten hatten wir alle Szenen aus dem Intro schon jetzt abgehakt. Das war die letzte, glaube ich, die gefehlt hat. Kacke. Man kann das Gefühl nicht beschreiben. Es wird auch jedem anders gehen. Aber es ist halt einfach diese schmerzenden Fußsohlen. Diese Es summiert sich alles. Jeder Schritt schmerzt ohne Ende. Ja. Der ganze Körper ist gefühlt rot und sticht bei mir ohne Ende. Moskitos sind brutal und alle diesen Ameisen, roten Ameisen, keine Ahnung, was ich da alles im Körper habe, ist brutal, wirklich brutal. Nichts essen, die Muskulatur schreit förmlich danach so, ey, was ist jetzt los, gib uns endlich was. Dann diese Übelkeit. Man sieht echt, sein Gesicht ist eingefallen, ne? Das finde ich immer bei Sascha extrem. Dass sein Gesicht so ein bisschen eingefallen ist. Richtige Übelkeit, wo das schwindelig ist. Und du denkst, ich kann immer all das kombiniert. Natürlich noch dazu eben dieses, boah, ich vermisse meinen Schatz, ich vermisse Paulina so. Ja, das glaube ich. Ich vermisse Freunde und Familie so sehr, dass du dir so schätzt, wenn du in guter Gesellschaft bist. Das alles gepaart. Jede Bewegung, auch wenn du es so machst, sticht's überall, im Rücken, überall, auch das Hemd, das klebt nur noch so irgendwie an, so nicht wegen dem Salz, sondern ganze Stiche und was weiß ich. Die Lage, wie es einfach gerade ist, die ist hart. Die ist verdammt hart. Und da nur das Positive zu sehen, boah, ja, kostet so viel mentale Energie. Safe. Oh, weil alles kombiniert, ist alles kombiniert. Was ich halt meinte, es summiert sich, ne? Aber dann denke ich mir wieder, fuck it. No fucking excuses. Scheiß drauf! Scheiß drauf! Krass, also wirklich mental. Jede Minute. Ganz krass. Auch wenn es der gleiche Tag ist. Auch wenn sie mich heute noch holen. Haben sie mich nicht am Morgen an Tag 5 geholt, sondern am Abend. Mit nur einem fucking Gegenstand. Ja! Muss man Respekt sagen, ganz ehrlich. Für was bin ich da, Freunde? Um es mir zu beweisen. Ja. Selbstdisziplin zu haben. Survival, wie lange schaffst du es? Nicht aufzugeben. Krass. Und vielleicht kann ich euch da auch den einen oder anderen von euch motivieren, nicht aufzugeben, auch wenn es hart wird. Voll, also ich finde, Sascha und Knossi sind so Motivationsmaschinen, weil das auch zwei sind, wo alle gesagt haben, die werden nicht lange durchhalten, die haben kaum Erfahrung. Nee, und das sind die am härtesten zubeißen müssen, gefühlt, und aber am besten da durchkommen, auch gut performen. Und inspirieren.
Das ist meine Aufgabe, auch hier auf YouTube. Dafür bin ich da. Ja. Das feiere ich, das fühle ich, dafür lebe ich. Ah. Und deswegen jede Minute zählt, jede Minute zählt. Das ist krass. Und wenn es in 10 Minuten aus ist, in 10 Minuten aus. Aber dann war es nicht jetzt aus, sondern in 10 Minuten. Das ist eine coole Einstellung von Sascha. Ah. Keine einfache, aber eine richtig geile Einstellung von Sascha. Auf jeden Fall. Finde ich cool, so, wie er so durchzieht. Ganz ehrlich. Kümmern wir uns mal um die Challenge. So, bei Fritz bin ich super gespannt. Das ist meine improvisierte Hiebwaffe. Es hieß ja Axt oder irgendwas anderes, Hauptsache aus zwei Materialien. Die ist sehr, sehr simpel. Also ganz ehrlich, wie sehr sich Fritz immer aufregt in seinen Reactions über die Auslegung des Regelwerks, der Ausführung der Challenges, darf er mit so einem Gegenstand hier eigentlich nicht ankommen. Ganz ehrlich, das ist also wirklich, das ist kritisch jetzt. Genau, das ist halt auch das Thema. Und zwar ist es... Also jeder andere hat bis jetzt eine Axt gebaut. Außer Joris. Und Fritz hat jetzt angefangen, hier einfach einen Stein mit einem Seil zu nehmen. Ein Stein mit einer hoffentlich scharfen Kante und einer Schnur, so mit den zwei Materialien und natürlich einer Schlaufe zum Aufhängen, damit das Ganze auch irgendwie einen Sinn hat. Ne? Und jetzt werde ich versuchen, damit das Ding zu hieben. Also er hat halt einen Stein einfach. Also, ne? Ich würde mich freuen, wenn ich es einfach nur... Also Fritz hat einen Stein gebastelt. Kann man mal so sagen. Ne? Keine Axt, kein Hieb, keine Hiebwaffe. Es ist ein Stein. Ich sag's, wie es ist. Es ist ein Stein. Normal gespalten bekomme. Dass nur 50-50 ist oder wie auch immer. Hätte Fritz eine Axt gebaut und alle anderen hätten so einen Stein benutzt, hätte er interveniert auf jeden Fall. Das ist mir erstmal egal. Okay, wir haben halt auch nur einen Versuch. Bei den letzten Malen hatten wir mehrere Versuche. Die Maserung verläuft halt so, ne? Er wird jetzt halt gleich sehen, wie fucking hart das Ding ist, ne? Schon treffen können. Alter. Du brauchst was viel Spitzeres. Leute, wollt ihr mich verarschen? Man braucht halt was viel Spitzeres, ne? Oh, okay, er ist gut durch. Okay, ich hab's zumindest gespalten bekommen. Ja. Nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Das ist so gar nicht. Okay, da ist Fritz jetzt aber am besten tatsächlich. Fritz hat da auf jeden Fall am allerbesten abgeschnitten. Das sind so 70-30%, würde ich sagen. Also 70-30. Vielleicht 60-40 sogar, aber eher 70-30. Gar nicht gleich groß. Aber... Besser gut. Als alle anderen. That's it. Sieht man das? Ja. Oh mein Gott. Das ist ja so durchgelegen. Lol. Wegen seiner Dings, wegen seiner Hängematte. Holy shit, also das sieht wirklich aus, als ob er gefoltert wurde. Fritz sieht aus, als ob er gefoltert wurde bis zum geht nicht mehr. Holy shit, Mann. Muster der Hängematte auf meinem Rücken eigentlich doll? Nö, nee. Weiter, kann's weitergehen, man sieht nichts. Sieht man nicht doll. Nee. Oder geht's? Geht. Ich, wo? Zeig doch mal, ich seh's nicht. Kreis es mir am besten mal ein. Übrigens, die 10 Minuten, die ich jetzt da drin lag, wurde ich komplett zerstochen. Hier sind überall rote Punkte. Einfach Nakey-Dakey, Fritz. Der ganze Körper ist einfach übersehen. Dass wir den nochmal sehen, so, das freut mich aber. Dieser Bereich, wo der Schlipper sitzt, ist sehr weiß. Oh ja, man sieht sogar die Pixel, Digga. Die sind weißer als weiß. Holy shit. Ich denke mal, das ist die optimale Lösung. Luftloch wichtig. Gegen das Viehzeug. Hallo. Da, wo normalerweise der Lachs durchkommt, wird jetzt durchgeatmet. Was denn für ein Lachs? Und ja, geruchstechnisch auf jeden Fall eine Erfahrung, nachdem man das Ding 5 Tage unten rumgetragen hat, jetzt im Gesicht zu haben. Ach, was ist denn hier jetzt los? Fritz hat einfach Captain Underpants, Captain Unterhose ein bisschen zu ernst genommen. Also das ist jetzt natürlich auch eine Erfahrung. Kann ich wirklich jedem mal empfehlen. Es ist eine Reise. Ja. Eine Reise in die Sinne seines Körpers. Holt Fritz raus. Ich als Außenstehende würde jetzt für Fritz rot sogar drücken. Er ist in Lebensgefahr. Dem Mann geht's nicht gut. Man merkt es doch. Der Mann braucht Hilfe, dringend. Drückt. Der Mann braucht Hilfe. Der muss da raus. Schnell.
Wie cool, da ist ja wie so eine Höhle. Famous last words. Famous last words. Oh, wie cool. Das ist ja wie so eine Höhle da. Famous last words. Ich sag's, wie es ist. Ach, krass. Oh, ey, geil. Ja. Rein da, schlafen. Ja, wobei, nee. Höhle. Die Flut, das ist ja direkt am Strand. Da kommt ja direkt das Wasser rein. Sorry. Wie gesagt, normalerweise unter Wasser. Größere Höhlen dieser Art sollen früher von Piraten und Schmugglern als Verstecke für Reichtümer genutzt worden sein. Auf der nicht weit entfernten Kokosinsel werden noch heute mindestens 3 Piratenschätze vermutet. Oha, wie geil! Ja. Solche Sidefacts liebe ich. Das ist so, als ob du so rumläufst in einem Videogame und oben so ein Infoding aufploppt. Geil. Super interessant. Super interessant. Aber cool. Sieht geil aus. Wow. Ich gehe jetzt aber mal lieber wieder zurück. Nicht, dass gleich die Flut wiederkommt und ich nicht mehr zurückkomme. Weil das merkt man dann nämlich gar nicht mehr. Aber sieht schön aus überall, ne? Sieht richtig schön aus da. Ich überlege jetzt gerade, wenn ich das so anbaue, könnte das funktionieren, glaube ich. Kannst auch einfach eine Schnur um deinen Stein wickeln und mit dem Stein raufhauen, haben wir gelernt. Ich versuch's einfach mal. Brauchst du gar nicht die Halterung bauen, kannst einfach mit dem Stein raufhauen, basically. Ganz ehrlich, Leute, kein Plan, ob das jetzt funktioniert. No risk, no fun. Wenn meine Schnur gleich kaputt ist, weiß ich auch nicht weiter. 1, 2, 3. Oh, aber sie hat zumindest mit ordentlich Wucht gemacht. Immerhin, das fand ich gut. Hab auch Scheiße getroffen. Oh, Mann. Versuch Nummer 3. 1, 2. Oh mein Gott. Ich hab bei sowas immer Angst, man kann sich so schnell selber verletzen damit, ne? Es kann so schnell ins Auge gehen. Ey, das gibt's doch nicht, verdammte Scheiße. Oh, das war nicht vom Dings, nee. Was ist das für ein Dreck? Mann. Ja, ist halt demotivierend auch, ne? Was ist hier denn passiert? Was ist denn das? Was haben wir hier denn gefunden? So. Ach so, Erde. Es wird ein Baum gepflanzt. Okay. Wir hatten an Tag 1 ja die Aufgabe bekommen. Aber das kriegst du doch gar nicht heil nach Hause so. Wie soll denn das heil nach Hause kommen, bitte? Du musst doch in ein Flugzeug noch, Sabrina. Du musst doch nach Hause kommen damit. Also das kannst du ja nicht einfach so ins Handgepäck stellen hier. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Das ist ein bisschen schwierig. Sieht schön aus. Ich würde es mir in die Wohnung hängen. Ein bisschen schwierig. Ein Geschenk für die Familie zu machen. Und das habe ich hiermit getan. Und zwar ein Blumentopf. Geliefert wird es dann wahrscheinlich ohne Dekoration, weil ich vermute, dass die Erde da drin... Ja, dass wir das nicht mitgeben dürfen. Die Pflanze ist bis dahin vergammelt. Okay. Ja, aber das ist mein Geschenk. Aber so soll es aussehen. Okay. Es hat am Boden ein Loch. Das heißt, man müsste das vielleicht nochmal irgendwie versiegeln. Aber ansonsten ist dieser hängende Blumentopf mein Geschenk aber cool. Für die Community, für die Verlosung von Seven vs. Wild. Ich hoffe, ihr freut euch und ich hoffe... Wisst ihr, was ich mich frage? Hat Nova was mitgenommen? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich glaube, sie hatte auch andere Sorgen. Ich will jetzt gar nichts dagegen sagen, aber das würde mich nochmal interessieren. Das trifft jemanden, der ja, Freude damit hat und dem das gefällt. Na klasse, es kommt schon wieder bis an mein Shelter. War ja zu erwarten eigentlich. Okay, Messerschärfen ab und zu auch wichtig und richtig. Otto. Was macht Otto? Oben hat schon was. Stimmt, ganz kurz, die Folge heißt Krokodilgebiet. Das Ding ist mittlerweile, ich traue diesen Folgen und so nicht mehr. Diesen Folgennamen und Thumbnails nicht mehr. Weil die haben einen schon oft hinters Licht geführt. Deswegen, aber trotzdem. Mystisch hier. Bin gespannt. Geheimnisvoll.
Wir haben ja gesehen, die Haiköpfe waren weg letzte Folge. Junge, wenn die Krokodile diesen Anblick sehen, verpissen die sich doch. Die haben Angst. Die kacken sich doch ein, wenn sie Otto da so langlaufen sehen. Die gehen freiwillig nach Hause. Ich als Krokodil hätte Angst. Da jetzt. Wo denn? Man hört es immer überall irgendwo knacken. Was machen wir denn jetzt gerade hier, Otto? Warum begeben wir uns in Lebensgefahr? Und warum nimmst du mich mit da rein? Oder ich gehe mal ein bisschen so in die Mangroven rein. Ja, aber nicht durchs Wasser. Hier knackst und knarrt es auch an jeder Ecke. Otto hat echt nur Angst vor Gott, glaube ich. Das ist so Matsch. Das ist Scheiße, da komme ich nicht weiter. Oh mein Gott! Junge, das ist ja Treibsand fast schon. Ja, festhängend. Jetzt kommt das Krokodil und denkt sich, jo, der ist mir, die Beute. Das ist schon krass. Na gut. Shit happens, ne? Ja. Kann man so machen. Eigentlich bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, einfach hier anzutauchen. Ganz ehrlich, in dieses Wasser würde ich nicht gehen. Ich sag's wie es ist, Otto, ich würde da nicht reingehen an deiner Stelle. Und nichts zu entnehmen. Also bis auf eine Kokosnuss. Eine Kokosnuss ist jetzt als Essen hier mitgenommen. Das war's. Stimmt, das war ja so Ottos Ding. Ottos Ding so ein bisschen. Und die Kokosnuss habe ich am ersten Tag gegessen. Zweiter, dritter, vierter, heute fünfter. Gar nichts. Nur Wasser getrunken. Otto geht noch Müll sammeln, glaube ich, nebenbei. Und baut eine Recyclinganlage und ein Klärwerk oder so. Digga, das ist schon krass, ne? Der Mann kommt da nicht voran. Boah. Aber das Geräusch ist satisfying davon irgendwie. Dieses Geräusch ist satisfying ein bisschen. Oder? Seid ehrlich, das Geräusch war satisfying. So. Schlammfelder, zu hohes Wasser, links und rechts die Mangroven, die zu dicht sind. Heute gibt es, glaube ich, nicht noch weiter vorzustoßen. Ich meine, ich bin schon gut nach vorne gekommen, die Mangroven, muss ich sagen. Sind schon ein paar Meter. Krass, einfach. Er geht einfach durchs Wasser durch. Doch, tatsächlich schon das Maximum sein, was ich darf. Aber wer läuft schon sonst hier von den anderen? Niemand, glaube ich, von den Mangroven. Ja, true. Es ist schon krass. Super kraftraubend das Ganze, durch so einen Schlamm zu gehen. Mangroven ist ja auch immer ein bisschen unheimlich und natürlich durchaus denkt man so, okay, was mache ich denn jetzt, wenn ein Krokodil kommt? Ist ja nicht so, als hätte man da null Respekt vor. Aber ich würde schon super gern Tierarten sehen, die einfach hier in Mangroven leben. Bis jetzt sind es nur ein paar Vögel und Fische. Ja, aber mir schwebt da was Größeres vor. Mal schauen. Aber noch ein bisschen Zeit. Jetzt heißt erstmal alles vom Schlammberer rein. Ich will echt einfach ein Krokodil 1v1 machen, gefühlt, ne? Ja, ich würde jetzt gern noch ein, zwei Stündchen hier in die Mangroven oder so länger gehen. Das wäre schon ganz, ganz fantastisch. Aber Otto macht einfach Urlaub, ne? Der Mann macht Urlaub einfach. Junge, einfach Urlaub. Gehoben das Ganze, nur aufgeschoben. Einfach Safari ein bisschen. Nach der kleinen Mangroventour stinkt alles nach Schlamm ohne Ende. Ja, verständlich. Oh, wir spielen unser Spiel, ist Otto nackt? Ich sage, Otto ist nackt. Ein bisschen ekelhaft, ist ein richtig modriger Schlamm. Ich sage, Otto ist nackt. Und deswegen steht jetzt einmal großes Frischmachen auf dem Plan. Alle Sachen sauber machen. Ja, Otto. Wieder schön trocknen. Sehr schöne trockene Klamotten haben. Ja, der Mann war eben schon nackt. Ich hab's doch schon gerochen. Guck mal, hat er sich ein kleines Planschbecken gebaut. Ein bisschen hier im Sandkasten auch noch nebendran, ne? Schön. Währenddessen hat Fritz seine 5 Tage benutzte Unterhose auf sein Gesicht liegen. Ich wollte es nur kurz einmal festhalten, okay? So, wir haben tagsüber immer wieder Flut. Das sieht so schön aus da, ne? Krass.
Ich habe alles mal wieder hier in kleine Sicherheit gebracht. Na gut. Da schläft man dann nachts nicht so gut, wenn es so nass wird. Ich gebe meinen Platz nicht auf. Ich halte ihn bis zum letzten. Otto sieht immer frisch geduscht, frisch gemacht aus, ne? Schon irre, die Kraft der Natur. Und es ist einfach mal geil, hier zu sein, oder? Er macht echt Urlaub. Es ist super. Das Benutzen von Affirmationen ist eine Technik aus dem Mentaltraining. Affirmationen sind ein psychologischer Trick, der Körper und Geist in negativen Zeiten zum Positiven beeinflussen kann. Durch ein starkes Leitmotiv, wie zum Beispiel Dankbarkeit, kann diese Technik zu einer dauerhaften positiven Haltung führen. Auf jeden Fall, das merkt man bei Otto ganz krass. Das merkt man bei Knossi und Sascha auf eine andere Art und Weise, ja. Bei Knossi ist es geil, ich sehe meine Freundin in 2 Tagen oder in 3 Tagen wieder. Geil, da freue ich mich drauf. Bei Sascha ist es eher so dieses, ich will so lange mich durchbeißen, wie es geht. Bei Joris haben wir es auch ab und zu, wenn Joris, er hat ja seine Ups und Downs immer, aber wenn Joris seine Ups hat, dann merkt man auch, dass er davon redet, ey, wie cool, dass ich hier sein kann. Ich habe einen Wal gesehen, boah, sowas, ja. Aber bei Otto ist es am krassesten auf jeden Fall, dieses positiv halten. Auf jeden Fall. Und ich möchte, wenn wir noch tauchen, ja. Ja, ansonsten geht's mir gut, ich komme klar, nur zu trinken, nicht zu essen. Da oben sind eine Kokosnüsse überall. Ohne Essen, alles gut. Denn so hart, wie ich das brauche, können die mir das gar nicht hier besorgen. Hey, hallo? Otto? Was ist denn hier schon wieder? FSK 16 geworden kurz? Ein wunderschöner Tag neigt sich dem Ende. Der Tag war wirklich schön. Mangrovenbesichtigung, Tagesstellen außen vor gelassen, eine Menge gesehen, überall nochmal Strand auf und ab gegangen, Ebbe, Flut richtig besichtigt, viele Tiere beobachtet, einfach die Natur genossen. Ja, das gefällt mir. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Der Mann macht Urlaub, ich check's nicht. Schade, muss man sagen, dass es fast nur noch 3 Nächte sind. Klar, ich freue mich auch. Ja, guck, der Mann macht Urlaub. Auf die Heimat und was Gutes zu essen, gar keine Frage. Aber gerade bin ich hier einfach sehr, sehr gut angekommen. Euch eine gute Nacht. Hey Otto, ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Mach weiter deinen Urlaub. 5-Sterne-Hotel hast du dieses Mal nicht gebucht. Ist okay. Mach deinen Urlaub weiter, Otto. Thema Shelterbau ist dafür für mich dann beendet. Ich denke, ich habe alles gemacht, was ich machen kann. Das heißt, morgen und übermorgen könnten langweilig werden. Denn tatsächlich habe ich mich die ganze Zeit mit Shelterbau beschäftigt, um möglichst gut über den Tag zu kommen. Schlaf. Eine coole Beschäftigung für Joris, hat er bis jetzt auch noch nicht versucht, wäre Feuer, glaube ich. Feuer, da würde ich Joris sehen. Joris sieht aus wie jemand, der schnell und gut ein schönes Feuerchen anbekommt, sage ich. Und Trockenheit sind gerade meine Prioritäten. Essen brauche ich nicht, auch wenn ich wirklich Hunger habe. Ich habe so eine Mischung aus so ein Magengefühl, wenn man Durchfall hat, extrem Hunger und Schmerzen im Bauch. Also wirklich extrem, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht danach aussehe. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich daran sterben würde. Ja, okay. Das heißt, ich muss noch nicht abbrechen. Gut. Es ist soweit. Ich habe es die ganze Zeit befürchtet gehabt. Ich bin schon ein bisschen Knorke im Hirn. Was ist denn los? Ich meine, ich habe 4 Tage, 5 Tage nichts gegessen. Ich habe es befürchtet. Ich habe vorhin meine Sachen am Strand trocknen legen lassen. Ich habe alles in Sicherheit gebracht, als die Ebbe kam. Außer es wurde was weggespült. Oh mein Gott, ich sag, es wurde was weggespült. Als die Flut kam. Aber habe 2 Sachen vergessen. Meine Handschuhe, die habe ich noch rechtzeitig gefunden. Und mein Feuerstahl. Ja, okay, Joris. Ist jetzt... ist jetzt kein großer Verlust. Ich sag mal so, ist jetzt nicht so, als ob das dein Gegenstand gewesen wäre, den du gebraucht hättest, ne? Also, die Handschuhe, gut, dass du die gefunden hast noch. Aber der Feuerstahl ist jetzt wirklich, ist kein großer Verlust bei dir, Joris. Mach dir keinen Kopf, alles gut. Hättest du eh nichts mit anfangen können, glaube ich. Mein Feuerstahl, Joris, liegt jetzt also irgendwo. Ja, komm. Ist vielleicht besser so. Das Universum wollte sagen, hör auf, deine Kraft mit Feuermachen zu verschwenden. Es wird doch eh nichts. Hier. Ach, Joris. Schon ganz weiter draußen. Ja, ich hoffe ganz weit weg. Brauchst du nicht.
Ich habe eigentlich alles gecheckt. Er Ach, muss Joris. Also, er ausgerechnet muss bei ihm. Von den Wellen mitgerissen Schön. Worden sein. Ich habe ihn nirgends. Ich sag's, wie es ist. The comedy writes itself, Alter. Frustrierend, weil ich eigentlich gerade ein Feuer machen wollte gegen die Sandfliegen. Die sind gerade echt schlimmer denn je. Er hätte Und es bestimmt geschafft dieses Mal. Ich werde totgestochen. Ja. Naja. Schwierig. Weiteres Problem ist tatsächlich aktuell, dass die Flut teilweise auch wieder bis zu meinem Shelter kommt. Ja, das ist ja seit der zweiten Nacht das Problem, Joris, ne? Ich sag's, wie es ist. Und das nervt. Ich wollte es doch nicht nochmal haben. Ich wollte doch meine Ruhe. Also, ihr seht's da. Boah, ich dachte ganz kurz, momentaner Zusammenbruch. Aber kurz Gedankenpause, kurz überlegen. Für mich ist es eigentlich gerade eine geile Lektion. Ich lerne jetzt gerade, wie es ist, wenn man einfach machtlos ist. Man muss es aussitzen. Einfach aussitzen lassen, ja. Ich hätte den Feuerstahl aus der Wasserlinie bringen müssen. Ja, ey, ich weiß nicht, was los ist, aber das hatte doch auch mit Feuerstahl nichts gebracht, jetzt 5 Tage lang, ne? Oder? Verstehst du gerade falsch? Ich weiß es jetzt nicht, aber es ist ja an sich jetzt wirklich kein krasser Verlust. Er müsste es eher positiv sehen, von wegen, okay, jetzt kann ich eh kein Feuer mehr machen, muss ich keine Energie damit mehr verschwenden. Das ist klar, das war ein Fehler meinerseits, aber Fehler passieren. Wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Und jetzt einfach mal zu akzeptieren, okay, du kannst diesen Fehler nicht ungeschehen machen. Ja. Versuch nachher den Feuerstahl zu finden. Aber wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann nicht. Das klingt jetzt gerade so einfach dahergesagt. Der hat so krass blaue Augen auch, Jungs, ne? Für mich ist es gerade irgendwie, ja, wichtig. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Für mich ist es gerade wichtig, mir selbst bewusst zu werden, okay, Fehler passieren. Und jetzt geht es darum, mit diesem Fehler richtig umzugehen. Dieses gesamte Projekt geht darum, zu scheitern, wieder aufzustehen und durchzuziehen. Mit dem einen Gedanken, am Ende zu triumphieren, beziehungsweise am Ende einfach durchgezogen zu haben. Es kam mir so rüber, als ob ich irgendwie gewinnen will. Um Gewinn geht es mir hierbei gar nicht. Also es geht für alle nur ums Durchstehen. Allerbestes geben und den Leuten zeigen, dass, ja, dass ich die 7 Tage durchhalte. Und mir in erster Linie wollte ich es mir selbst beweisen. Mal ganz davon abgesehen, was die Außenstehenden davon denken. Für mich ist es wichtig, dass ich mir selbst beweise, ja, dass ich fähig dazu bin, 7 Tage alleine klarzukommen. Aktuell, ihr müsst verstehen, ich habe mir so viele Gedanken darum gemacht, wie Tag 4 und Tag 5 so sein werden. Denn ich hatte echt Angst vor der kompletten Isolation. Tatsächlich fühle ich aber. Macht die Isolation mir am allerwenigsten Probleme. Tatsächlich habe ich fast gar keine Probleme. Der Feuerstahl ist mein größtes Problem, dass mir hier alles wehtut, dass ich Magenkrämpfe habe, dass ich leichten Durchfall habe. Sowas ist ein Problem, ja. Aber diese Schmerzen, die kann ich irgendwie einfach wegdenken. Die beiße ich durch, weil ich genau weiß, ich möchte 7 Tage durchziehen. Punkt. Fertig. Aus. Und dieser Misserfolg mit dem Feuerstahl, ich glaube, der ist eine gute Lektion, weil ich hätte ihn sowieso nicht gebraucht. Der Feuerstahl wäre der wahrscheinlich am wenigsten nutzvolle Gegenstand jetzt gewesen, außer wir brauchen den morgen in der Challenge und dann sage ich, hey. Ja, kann ja nicht sein, weil nicht jeder Feuerstahl mit hat, Mr. J. Punkt Oris. Mein Fehler ist passiert. Daraus lerne ich für die Zukunft. Und ich glaube, genau darum geht es bei Seven vs. Wild. Über sich hinauszuwachsen, auf jeden Fall kennenzulernen. Auf jeden Fall. Und zu wachsen. Ja, auch zu lernen, mit Misserfolgen umzugehen. Denn, wie gesagt, ich glaube, Misserfolge sind mit der maßgebende Faktor von dieser Serie. Das waren wahre Worte, die habe ich sehr gefühlt. Habe ich sehr gefühlt von Joris, muss ich sagen. Wir sehen hier ein männliches Exemplar eines Höhlenmenschen bei der Arbeit. Also,
Habe jetzt schon lange versucht zu schieben, alles ausprobiert. Habe mein Bestes gegeben. Aber die Challenge, glaube ich, ja, werde ich nicht schaffen. Oh ja, immerhin. Immerhin. Das gibt's doch nicht. Da ist doch was abgefallen, oder nicht? Ist da nicht was abgegangen gerade? Der Dreckswürfel, Alter. Da ist doch was abgegangen gerade. Oder? Ist da nicht was abgesplittert, oder war das vom Stein? Da ist doch was abgesplittert. Fuck off. Over and out. Wer weiß, wie eben. Soll nicht sein. Peace. Eine Regel des Shelterbaus ist, das Dach kann nie dick genug sein. Das ist immer smart. Immer Blätter nachlegen. Blätter nachlegen. Alles runter. Alles weg damit. Ja, lass sie nur noch rüber, bitte. Danke. Also ein Workout. Was meint ihr, wie viel wiegt so ein Palmding? Ja, ich glaube, er hat zwei in der Hand gerade, aber ein so ein Palmding. Ich kann das ganz schlecht einschätzen. 7 Kilo. 7 Kilo? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon schwer. Ist schon schwer, glaube ich. Mangelt's da eigentlich auch nicht beim Survival. Sieben Kilo bisschen viel vielleicht. 5. Natürlich haben die richtig tropisch. Natürlich haben die Palmenblätter überall Dinger. Das sind keine Bananenblätter. Ja, aber für heute reicht's. Boah, schaut aber schon cool aus, oder? Wilson am Start. Wilson! Gefällt mir echt, dass du da bist, dass ich die gefunden habe. Und hier mit den Palmen-Dinger da oben raus. Ja, designtechnisch tipptopp. Ihr stellt euch vor, das Teil stürzt ein, während ich penne. Na, es passt New 4 unlocked bei Sascha. Master Profi. Persönlich. Also wenn ich das Ganze hier überlebe. Schön, weißt du. Wenn jetzt da ein paar Blubberblasen hochkommen, dann weiß ich aber, wer den Jacuzzi angemacht hat hier, Sascha, ne? Egal, wann ich abbreche, bin ich so zufrieden und so glücklich. Zu Recht. Kann es euch nicht sagen. Schon bald Abend. Vielleicht halte ich die Nacht noch durch. Bis morgen. Weil jetzt ist die Übelkeit wieder weg. Schwindelgefühl ist zurzeit auch weg. Jetzt vor allem im Wasser, da kommst du wieder richtig runter. Aber ja, das kann in 2 Minuten wieder da sein. Ich mach mal echt Sorgen um Knossi ein bisschen, ne? Ich werde nicht mehr gegen die Insel kämpfen. Ich werde nicht gegen mich kämpfen, sondern ich kämpfe nur noch gegen die stärker werdenden Zahnschmerzen. Ja, oh, das bricht einen, ne? Das ist echt hart. Das wird der größte Kampf. Ja. Zum Ende hin jetzt. Die Zahnschmerzen sind schon so, dass mir hier die ganze Seite zuzieht. Fuck. Ja, fühl dich. Ich habe drei Nächte auch noch Kopfschmerzen, vor mir. Ich hoffe, dass ich trotz Schmerzen schlafen kann. Ihr wisst, es gibt echt fast nichts Schlimmeres als Schmerzen am Kopf oder im Kopf. Ja, Zahnschmerzen, schlimmste Schmerzen, die es gibt, finde ich, ehrlich. Zahnschmerzen, schlimmste Schmerzen. Das versaut mir das Abend. Ehrlich, weil du kannst nichts machen und es pocht oder so, noch schlimmer. Vor allem auch, wenn ich was essen darf wieder. Ich hoffe, die haben starke Tabletten da. Das ist das Ding, er hat halt keine Aussicht auf Besserung, sobald er im Camp ist. Hast du einen Splitter, eine bisschen Schürfwunde, blutende Wunde, hast du keine Ahnung was. Alles kann direkt behandelt werden. Zahnschmerzen nicht. Da brauchst du halt einen Zahnmediziner. Halt, er kann sich Schmerztabletten reinhauen, aber ey, er braucht erstmal was im Magen, um die Schmerztabletten nicht direkt wieder auszukotzen oder so, weißt du? Es ist hart. Die Ärzte sollen mir gleich was spritzen. Alles rein, ja. Mir ist scheißegal. Spritz mich zu ins Kleinhirn. Ein Sau! Oh, gut. Oh nein, die ist mit der Flut direkt weg. Oder? Ist sie mit der Flut weg direkt? Die ist einfach aufgeplatzt. Ach nee. Trink nicht so viel auf einmal wieder, Knossi. Erstmal überlegen. Nicht gut, ne? Nicht gut.
Schmeckt wie Urin. Das schmeckt nach Urin. Zwei Fragen. Wonach schmeckt Urin? Zweite, wahrscheinlich schmeckt Urin sehr salzig, oder? Andere Frage. Warum schmeckt das nach Urin? Und so sehr schwefelig, oder? So riecht Urin. Ist Urin riecht Urin so nach Schwefel? Weil Schwefel entsteht ja auch, wenn irgendwas so oxidiert, also vergammelt. So Eier riechen eh doll nach Schwefel und verfaulte Eier noch schwefeliger. Ich glaube, Urin riecht nach Schwefel. Und vielleicht riechen die oder schmecken die nach Schwefel auch, wenn sie so vergammelt sind? Ich zwei, dreimal am Baum gepinkelt hab, oder? Das weiß ich nicht. Ich sag hier überall hin. Überall, wo ich gehe und stehe. Manchmal stehe ich einfach so da, komm. Dann stehe ich da, komm. Dann stehe ich da vorne, egal, komm. Das kann ich dir leider nicht sagen. Fuck. Nichts drin. Kein Fleisch und das Wasser hat nach Pisse geschmeckt. Kacke. Also ich meine Pisse. Ich weiß nicht, ob Sascha vielleicht mich auch schon vergessen hat. Er hat dich vergessen, aber Knossi. I hate to break it to you, aber der Mann hat andere Probleme. Er hat dich in Tag 5, er hat dich zwei Tage lang, am ersten Tag und am vierten Tag, hat er an dich gedacht. Tag 2 und 3, nichts zu hören von Sascha leider. Sorry. I'm sorry. Sascha. Bei Sonnenuntergang denkt Knossi an uns. Denkt jeden Tag an Sascha. Jeden Abend. Ey, was denn das, Mann? Mein Kameraakku ist leer, Freunde. Wir sehen uns nach einem ganz kurzen Cut wieder. Tschüss. Da sind wir doch wieder, Freunde. Und jeden Abend. Sascha, ich hoffe, du bist auch noch da. Sascha! Ach Mann, das gibt Knossi so viel, glaube ich. Der hat mich bestimmt schon vergessen. Hat er. Mehr oder weniger. Teilweise. Würde mich freuen, wenn nicht. Sascha, ich bin bei dir im Kopf und mental. Aber Knossi geht auf jeden Fall davon aus, dass Sascha noch drin ist. Und das finde ich schön, weil er ist ja noch drin. Das finde ich schön. Ich mache gerade mit Sascha. Aber vielleicht, ey, für Sascha. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass für Sascha alles ganz easy ist. Nee. Das ist für ihn gar kein Der Problem. Beißt sich richtig ich glaub, durch. Für alle anderen gar kein Problem. Für mich geht's ja auch bis auf die Schmerzen. Aber denkt immer dran. Willenskraft. Ja, Willenskraft, Real Talk. Zahnschmerzen kriegen mich nicht runter. Kriegt mich keiner dazu, den Knopf zu drücken. Keiner. Ich werde nicht drücken. Ich bin da. I believe in you, man. Ich sag, Knossi zieht durch, 7 Tage. Nach seinen motivierenden Ansprachen, der Mann wird kommen, was wolle, die 7 Tage durchziehen. Ist einfach so. Ich hab ein gutes Gefühl, dass alle von denen, die jetzt noch drin sind, auch durchziehen könnten, auf jeden Fall. Okay. Also lacht jetzt nicht über meine Schleifskills. Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe das auch noch nie so richtig geübt. Aber es hat auch einfach gar nicht funktioniert. Schade. Die Kerbe ist nach wie vor da. Aber es glänzt so schön, es sieht richtig schön aus. Wäre auf jeden Fall etwas, was ich zu Hause nochmal probiere. Vielleicht habt ihr ja Tipps. Essstäbchen machen, einfach Essstäbchen gemacht. Junge, einfach Essstäbchen. Einfach halber asiatischer Imbiss hier geworden auf einmal. Was ist denn das? Guck mal, halbes Sushi-Restaurant. Oh, okay, Feuer, wir wollen Feuer machen. Joris, kurz einmal, Joris, schau das an. Ja, guck mal. Es brennt. Ja. Bam, und jetzt rein damit. Schön. Gut. Wir hatten echt lange kein Feuer mehr gesehen, ne? Echt lange kein Feuer mehr gesehen, muss man sagen. Also bei Knossi halt immer mal wieder ganz kurz. Aber so ein Feuerchen, das ist erst das dritte, was wir sehen, dieser Art. Der Kochtopf kommt zum Einsatz. Sabrina, was kochst du denn Schönes? Oder will sie einfach Wasser abkochen?
Ich glaube, sie will Wasser abkochen. So, es wird jetzt gleich dunkel, deswegen probiere ich das jetzt noch ein letztes Mal. Ja. Diesmal. Oh, ich finde es gut, dass sie nochmal probiert. Klacke ich aber von oben drauf. Ja. Und jetzt muss es hoffentlich funktionieren. So. Just try it. Irgendwas ist besser als nichts. Hauptsache irgendwas. Ja, rein damit. Ja, rein damit. Rein damit. Rein damit. Das sieht gut aus. Ich würde mal sagen, Mission gescheitert. Oh, kacke, schade. Der Stein ist zerbrochen. Ah, okay. Ey, aber guck mal, das sieht und gar nicht so kacke aus. Ist noch heile. Schade, 0 Punkte. Kacke, okay, wir haben jetzt die Ergebnisse schon. Okay, laut meinen Berechnungen, also wir haben jetzt die Ergebnisse, laut meinen Berechnungen Fritz Platz 1, Otto Platz 2, Joris Platz 3 und alle anderen haben es nicht hinbekommen. Oder? Oh, es war 80-20 sogar. 80-20, ich hatte ja 70-30 gesagt. Okay. 80-20, 93-7, 95-5. Der war krass. Krass, Joris war besser als Otto. Das hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte echt, dass Otto besser ist als Joris. Sah bei Otto noch mehr aus, irgendwie gefühlt. Okay. Naja, gut. 7, 6, 5 Punkte. Das ist halt krass, ne? Das sind Big Points. Das sind halt ganz, ganz große Big Points, ne? Das sind ganz große Big Points auf jeden Fall. So eine Zwischenübersicht mit den Punkten wäre irgendwie auch nice to see. Wäre nice to see, sage ich. Okay, Fritz. Liebe ist für alle da. Hey, Mann. Krass. Einfach einen Stein gefunden, der genauso aussieht wie ein Herz. Aber was ich euch eigentlich noch zeigen wollte, das ist dieser kleine Mini-Lost Place. Ich habe keine Ahnung, was damit auf sich hat. Was? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ja, wenn wir was sehen so, würden. Schaut mal hier. Hier sind so richtige Betonstufen. Und dann ist hier oben... Lol, das ist einfach ein Gebäude. Oh, imagine, Seven vs. Wild, du findest Gebäude, Junge. Kaputt. Was ist denn das für ein Spawn? Wer hat einen Seed ausgesucht bei Fritz? Ist hier oben einfach so ein richtig abgefucktes, altes, kaputtes Haus. Imagine, du findest Seven vs. Wild ein Gebäude einfach, Junge. Was ist denn das? Hat noch was mit der militärischen Nutzung von damals zu tun. Ich weiß gar nicht, wann das war. Aber schon viele, viele, viele. Imagine, viele, du findest einfach ein Gebäude bei Seven vs. Wild. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Metallcontainer. Oben das Dach ist mittlerweile komplett durchgegammelt. Hier ist noch eine Tür. Krass. Wir haben bis. Oh! Boah! Fledermaus hier drin. Oh, ah, okay. Sind das, was ist. Das, hallo, was ist denn das? Also, ich dachte erst an Bomben natürlich, ne? Aber. Das sieht eher aus wie so ein Gastank, was es nicht weniger gefährlich macht eventuell. Okay. Ich will gar nicht lange reinleuchten. Was sind das für welche? Aber hier Gastanks? Seht ihr einmal oder? So komische Flaschen. Die auch völlig... Ich hau wieder ab wegen den Fledermäusen. Ich will nicht zu lange stören. ETF? Genau, da waren so Flaschen drin, in denen Gase gelagert werden. Ich kenne so Flaschen eigentlich nur vom Schweißen, aber die waren doch deutlich größer. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Aber so wie die aussehen und wie die Hütte aussieht, stehen die da auf jeden Fall schon seit 50 Jahren oder so. Naja. Krass. Keine Ahnung, ob die leer sind, ob die voll sind. Ich würde es nicht testen einfach, Fritz. Einfach mal nicht testen auch. Ja. Kleiner Blick nochmal. Und ihr habt es gesehen, ich bin einmal kurz hier 10, 15 Minuten rübergewandert und es ist dunkel. Das heißt, ich gehe jetzt entspannt wieder zurück. Hab ein Seil gefunden, was ich mitnehme. Und eine Hütte natürlich. Eine Hütte. Ich habe, das kann ich euch mal zeigen, eine Glasflasche gefunden. Oh, die sieht geil aus. Leider ist hier oben das Gewinde kaputt und kein Deckel mehr drauf. Vielleicht können wir da aus Holz einen Pfropfen bauen. Aber hier könnte man über diese Biegung, weil die ist noch recht klar,
vielleicht mal versuchen, ob man wenigstens eine Glut entzündet. Einfach mal austesten. Das wäre interessant. Hängt natürlich aber stark damit zusammen, ob ich die Flasche dicht kriege mit einem Korken und ob es in den nächsten 2 Tagen mittags im absoluten Zenit überhaupt... Warum muss die Flasche dicht sein? Damit das Licht da nicht rausbricht? Oder? Ich weiß es nicht. Mal so eine Sonne gibt. So eine Sonne wie heute wäre optimal. Dann könnte man das mal zumindest antesten, ob die Technik hier funktioniert, aber theoretisch schon. Das Ding ist halt immer, in der Theorie benutzen immer die Leute irgendwelche nagelneuen Flaschen, irgendwelche PET-Flaschen aus dem Supermarkt. Das sieht hier anders aus. Hier ist alles kaputt, hier ist alles eingedellt, löchrig, zerschrammt, ausgeblichen. Das ist nicht zu vergleichen. Das eine sind Laborbedingungen, das andere ist die Realität. So, auf zurück zum Lager. So. Schönes Seil. Wer weiß, wofür wir es noch brauchen. Das ist mein Kit hier, mit dem ich rumlaufe. Erste-Hilfe-Set plus Machete. Kommt hier hinten drüber. Und Spinne. Das ist so krass. Ich glaube, ihr seht es nicht. Nee. Aber hier, genau da, ist eine Spinne. Oh, doch, ich sehe sie. Ich mag Spinnen gar nicht. Oh, oh. Ich will die gar nicht sehen eigentlich. Die ist aber, ey, man sieht's. Huhuhu. Und da reflektieren halt immer die Augen. Die ist vielleicht jetzt so 2 Euro Stück groß. Aber wenn du hier halt stehst und reinleuchtest, dann sehe ich da hinten schon wieder die nächste. Das will ich gar nicht wissen. Das ist immer am Funkeln, die Augen. Zack, zack, zack. So, wo hängt sie hier? Da hängt die nächste drauf. Ich will es gar nicht sehen. Da unten die nächste. Ich sehe 1, 2, 3, 4, 5. Krass. Hier, bupp, bupp, bupp. Der ganze Boden wimmelt voll so kleinen Spinnen. Manche größer, manche kleiner. Das würde ich nicht in den Weg reinleuchte, das finde ich nicht cool. Ist alles am Funkeln. Naja, genau aus dem Grund. Lieber mal eine erhöhte Schlafplattform bauen, sonst liegst du nämlich unten mit dem ganzen Viehzeug. Das muss nicht sein. Also ich bin echt sehr, sehr gespannt, was Nova berichtet oder was man in den Folgen sieht, wie es mit dem Biwaksack ist. Wenn ich jetzt daran... Also wir haben guten Content gehabt auf jeden Fall aus dem Biwaksäckchen. Hat ihr auf jeden Fall ab und zu geholfen, würde ich sagen. Hat sie gesaved hier und da. Ich denke, mich auch nur in den Biwaksack daneben zu legen gefühlt. Würde ich kaputt gehen. Ist so warm, ne? Also. Aber nee, zur Regenzeit war es big. Das würde nicht funktionieren. Regenzeit war big. Sicherlich gab es mal Momente bisher in den Tagen, wo man sagt, okay, da jetzt in Biwaksack beim Regen halt, weil es ist gerade ein Starkregen. Ja. Vielleicht sogar hier auf so einer Plattform. Ja. Aber. Das war halt big. Da kochst du auch nur drin. Aber jetzt zum Beispiel, wenn ich wüsste, die Nacht bricht an und ich will mich irgendwie da reinlegen, ich würde sterben. Keine Chance. Ich habe keine Ahnung, wie viel Grad wir gerade haben. Aber Luftfeuchtigkeit. Aktuell safe bei 90% oder so. Super tropisch, super schwül. Und ich versuche jetzt erstmal vielleicht eine halbe Stunde einfach nur zu liegen, damit mein Körper ein bisschen was trocknet. Ich öle aus allen Löchern. Das stellt mir so eklig vor. Ich hasse das im Sommer schon, wenn man so schwitzt. Es ist stockfinster. Draußen hört man die typischen Dschungelgeräusche. Alles ist am Zirpen und Grillen und Pfeifen. Und ja, ich würde sagen, auf eine hoffentlich durchfallfreie Nacht. Ich hoffe es auch. In dem Sinne, bis morgen früh. Danke. Fritz, wir gehen nochmal zu Joris. Ich bin gerade so am Ausrasten. Ich check's nicht. Bei Joris echt immer dieses Oh! Wellen übertreiben komplett. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Wirklich. Ich bin komplett am Arsch. Da, hier. Ach so, mein jetzt sehe ich ja. Unterspült. Der Holzpflock krass, liegt unter mir. Ja, dort, ja. Wo ich normalerweise schlafen wollte. Mein Tisch, mein Topf, alles weg. Ja, das war's für Joris. Er muss umziehen. Hau ab in den Dschungel rein. Es geht nicht anders. Echt, wirklich. Es war aber auch, es wurde Zeit quasi, dass es das passiert irgendwie. Alles weggespült. Es war abzusehen. Mein Topf konnte ich glücklicherweise noch retten, auch den Tisch. Aber alles, was drauf lag, das
Projekt aus Aufgabe 1. Oh, das ist weg. Alles andere. Alles weg. Alles weg. Alles liegt hier irgendwo rum. Okay, da hinten liegt's. Perfekt. Super. Auch meine Kette. Alles dort gelegen. Alles weg. Krass. Ich könnte sowas von kotzen. Die Wellen sind so krass. Ich verstehe es nicht. Wirklich. Ich verstehe es nicht. Jeden Tag werden die Wellen stärker. Jeden einzelnen. Ja, komm her, ja, ist okay, ist okay. Es nervt so arg, ey. Hier, gerade eben noch Steine draufgelegt gehabt, dass es schön hält. Es nervt so krass. Da muss ich jetzt komplett aufpassen. Wenn der wegspült, bin ich am Arsch. Er muss halt komplett umziehen eigentlich, ne? Mein Dryback liegt glücklicherweise safe. Ich habe den extra nochmal 3 Meter höher gehängt. Aber das Dryback ist wirklich wichtig. Das Zeug, das da hinten liegt. Das ist halt wirklich und dass meine Ort. Kette weg ist. Die hätte ich so gerne mitgenommen. So ein kleines Andenken. Ist es das? Ist es das? Ja! Lol. Digga, was ein Zufall. Alles kein Problem mehr. Was ein Zufall, Junge, hä? Oh. Eine Sache, die mir weniger Kopfschmerzen bereitet. Ich habe meine Kette wieder. Gut, Kopfschmerzen sind jetzt halbwegs weg. Tatsächlich fand ich... Man merkt echt, dass das bei Joris so ein bisschen oder bei einigen so ein bisschen dieses Wilson-Ding, was man von Castaway kennt, so ein bisschen ernst wird. Ne? Diese Kette hat ja keinen Vorteil und keinen Wert eigentlich. Und das war der Gegenstand, der ihn am meisten wütend, traurig gemacht hat, dass der weg war. Das ist am schadesten irgendwo, dass diese Sachen, diese Andenken einfach weg sind. Die anderen Flaschen für euch, die liegen einfach im Wasser. Dagegen kann ich jetzt nichts machen. Ich gehe die jetzt nicht holen. Die Flut wird bald verschwinden, dann kann ich suchen gehen. Die Flasche ist noch komplett. Und selbst wenn nicht, dort kann sie normalerweise nirgendwo hintreiben. Das einzig Gute ist, dass mein Dach nicht zuletzt durch die ganzen Palmwedel halt extrem schwer ist. Dadurch ist die Belastung auf den Schrägpfeilern wirklich riesig und die Wahrscheinlichkeit, dass sie wegtreiben, ist nicht ganz so hoch. Denn die Wellen, die hier ankommen, sind zwar ab und zu ziemlich stark, aber in aller Regel nicht stark genug, um die Pfeiler wegzutragen. Ich bin immer noch paranoid, ich bleibe jetzt hier stehen und... Man sieht's nicht, aber die Welle war auch schon wieder riesig. Es ist der Horror. Die nächste wird auch wieder riesig. Es ist der Horror gerade. Es ist der blanke Horror. Ich habe gedacht, hier oben bin ich sicher. Aber tatsächlich bin ich nirgendwo hier am Strand sicher. Nirgendwo. Das ist echt hart mit dem Wasser, ne? Bei Sabrina jetzt gleiches Thema, sag ich. Gleiches Thema bei Sabrina. So. Gleiches Thema. Ein letztes Fazit nochmal zu heute. Der Tag ist super entspannt gestartet, super lazy irgendwie. Hab irgendwie viel geschlafen. Und zum Ende hin wurde es jetzt echt nochmal stressig, dadurch, dass ich mir das Wasser abkochen musste. Ich habe jetzt gerade direkt schon einen halben Liter so weggezogen. Sehr das gut. Hat echt gut getan. Safe. Hab mir jetzt gleich direkt nochmal einen zweiten Kochtopf abgekocht. Auch hast du richtig. Schon mal abgekochtes Wasser getrunken? Nee. Das schmeckt total verkohlt. Ja, das glaube ich aber auch. Wundert's. Aber ich geil. Ich hoffe einfach mal, das hat gereicht. Gut, dass sie es abgekocht hat. Jetzt, ja, naja. Das erste Mal auch, dass jemand gemacht hat. Ja, wie gesagt, also es hat schon ein paar Minuten gekocht. Also, naja, nicht ganz gekocht. Aber ich glaube, man muss es auch nicht zum richtigen Kochen bringen. Ich hoffe einfach mal, es hat gereicht. Ich bin echt gespannt auf die Nacht. Ich habe jetzt die allerwichtigsten Sachen, die ich für die Nacht brauche, hier hinter mir. Und den Rest habe ich sicher verstaut. Falls ich heute Nacht echt überflutet werde. Wird sie. Ich sag echt, Sabrina wird überflutet. Ich sag's, wie es ist. Flut, also ist meistens am heftigsten so 1-2 Stunden vor Sonnenaufgang. Also ein bisschen Zeit habe ich jetzt zu schlafen. Ich hoffe nicht, dass es jetzt auch noch regnet. Genau, ja. Ansonsten werde ich es mir jetzt gemütlich machen. Werde jetzt mich einkleiden mit Handschuhen, Jacke und so weiter, so wie ich immer schlafe, damit mich bloß die Moskitos heute Nacht nicht auffressen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen erst und nicht schon heute Nacht. Wir sehen uns jetzt gleich wieder, sag ich.
Wir sehen uns gleich noch wieder, sage ich. Leider. Aber who knows, who knows. Die Flut kommt gerade. Ich habe mein Lager geräumt, auch schon ein bisschen früher. Und diese Schmerzen, sich hinlegen oder hinsetzen, so wie jetzt, zieht so unfassbar im linken Gesäßmuskel. Kacke. Bis rein in den Oberschenkel. Das, was er am Tag vor der Abreise hatte. Ich weiß, habt ihr wahrscheinlich mehrmals gehört, aber ja. Ja, ohne das wäre das hier so viel einfacher oder wie ein Klacks zu machen. Beziehungsweise damit will ich das nicht leicht reden, überhaupt nicht. Aber eine ganz andere Nummer, anstatt mit diesem grauen Abends, die Sonne untergeht, sich hinzulegen, zu wissen, gleich kommen die Schmerzen, gleich kommen die Schmerzen, gleich Kacke, kommen die Schmerzen. Kacke, so wie Knossis Zahnschmerzen halt, ne? Und das ist echt der einzige Grund, wo ich öfter dann denke, Otto, ist es nicht einfach besser, das Handtuch zu werfen? Oha! Bevor hier irgendwas am Rücken, am ich weiß nicht wo, ist nicht normal, dass das so lange ist, so unfassbaren krass. Schmerzen sind. Das erste, was es sein wird, wenn ich wieder zurück bin, Arztbesuch, Physio, MRT, ich weiß es nicht. Same mit Knossi halt, ne? Nur eine Kleinigkeit, aber... Aber krass, wenn Otto das schon sagt, dann muss es was... Ich habe keine Minute zugedacht. Was ernst sein, quasi. Im Mond, weiß ich, um 2, 3 Uhr, weiß ich nicht wie viel. Ich habe noch nicht eine Minute gepennt. Deswegen bin ich auf den Videos morgens früh mal ein bisschen verschlafen. Naja. Das Positive, lernen durch Schmerz. Ja. Sozusagen, ne? Wie es aussieht, hat es mein Bett zerrissen. Ich habe da einen riesen Stein draufgelegt von bestimmt, weiß nicht, 30, 40 Kilo. Alter Schwede, das Ding hier hat es gerade einen Schlag gegeben von einer Riesenwelle. Und da liegt, wie es aussieht. Oh, was denn das? Was denn das? Liegen Teile von meinem Bett. Was für eine Gewalt vom Wasser. Heftig. Da war ein kleiner Fischi gerade, glaube ich. Ein kleiner Fischi. Da habe ich was rumkrabbeln sehen zumindest. Oder ein, ja, aber eigentlich... Das ist schon einfach krass, nachts hier im Wald zu sitzen und diese Naturgewalt Wasser zu erleben, die einfach alles zerlegt. Mein Bett war festgebunden. Ja, keine Chance. Stricken, bei den Wellen. Diesen Stein draufgelegt. Keine Chance bei den Wellen. Die Dinge alle miteinander verbunden. Einfach irre, was für eine pure Gewalt hier draußen herrscht. Das ist, also, irre. Deswegen der Mensch hat, wenn die Gezeiten kommen oder generell die Natur sagt, nein, hier nicht weiter, einfach null Chance. Ich finde es super faszinierend, muss ich sagen, auch wenn mein Bett weg ist. Naja, umso mehr in Ansporn, die letzten zwei Nächte was anderes wiederum zu bauen. Ja. Eben konnte ich mal für eine Stunde, schätze ich, vielleicht ein bisschen länger, glaube ich, pennen, bis ich dann von der Welle geweckt worden bin, die hier boom eingeschlagen hat, mein ganzes Bett zerfetzt hat, weil ich direkt in der Ecke etwas erhöht liege. Jo. Bett ist weg. Passiert. Was eine Nacht. Otto was ist jetzt auch bei Seven Wars Wild angekommen. Urlaub vorbei. Jetzt geht's richtig los bei ihm. Naja, wenn die durch ist, sind es noch zwei. Und bereits um zwei Tage. Gutes Nächte. Irgendwann mal. Gehen erstmal zu Sascha, okay? Ja, der wird ja auch überflutet jetzt. Und auf eine schöne, hoffentlich ruhige, gute Nacht. Ja, er wird überflutet, ne? So, da, okay, jetzt zieht ein Gewitter auf, es blitzt. Oh, shit. Schon. Und genau, jetzt kommt die Flut. Also, ja, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt nicht abhau, dann muss ich dann durchs Wasser abhauen, was richtig gefährlich ist. Ich würde abzischen jetzt. Keine Chance. Und jetzt hat gerade mein Shelter vibriert und das Wasser ging schon über den Stamm. So, jetzt habe ich richtig ein Problem, nämlich das Shelter vibriert die ganze Zeit. Also jede Minute ungefähr ist die, jetzt schon wieder ist die Welle so hoch, dass ja. Es richtig heftig gegen meinen Stamm beim Shelter hier stoßt und somit das ganze Shelter vibriert, also richtig gut vibriert. Es ist schon wie so ein Erdbeben, fühlt sich das an. Es kommt jetzt auch schon die ganze Zeit so hoch. Es ist wirklich angsteinflößend, wenn ich den ganzen Scheiß einfach überlebe. Ich bin so froh. Das glaube ich ihm, Junge. Das glaube ich ihm. Ich freue mich jetzt einfach nur noch auf die nächsten zwei Stunden, bis der Wellengang zurückgeht.
Ah. Kritisch. Kritisch. Einfach sitzen bleiben, beobachten. Jede Welle beobachten, die schnell reagieren kann. Ah ja. Gute Nacht. Oh, Kacke, Mann. Okay, Knossi. Ich wollte euch noch was zeigen, weil ich find's geil. Okay, ich bin stolz. Gespannt. Zeig her. Richtig edel, mein neues Einstiegsbrettchen, hä? Oha. Richtig. Was ist das? Der edle Lachs. Aber der ganz edle Lachs. Oha. Oh, ganz anders. Was ist das denn? Oh, die Kleinigkeiten. Was ist das? Die es zu einem besonderen Erlebnis machen. Das zu Bett gehen. Und ist irgend so eine Stahlplatte oder sowas sah es aus. Ja, ich gehe wieder, wo gerade die Sonne untergeht. Umso schneller ich im Bett bin, umso schneller ist auch wieder Tag. Safe. Und ich sehe, der Himmel, und das habe ich jeden Abend gesehen, ist jetzt noch klar. Aber erfahrungsgemäß wisst ihr, was hier um 4 Uhr, 3 Uhr, 2 Uhr ja. auf einmal abgeht, bevor die Sonne wieder aufgeht. Da geht es nochmal richtig ab. Jede Stunde Schlaf, die ich kriegen kann. Mitnehmen. Die nehme ich jetzt. Ja. It's the jungle. Welcome in the jungle. Danke. Das hat sich gerade nach Menschen angehört, oder? Seid mal ganz ehrlich. Hört ihr das? Einfach Wildschweine neben mir. Junge, Wildschweine sind das Gefährlichste auf der Insel fast schon, würde ich sagen. Actually. Ja, man hört's. Man hört dieses Grunzen, dieses Schnaufen. Man hört's richtig deutlich. Man hört das richtig deutlich, ne? Actually. Fuck. Wie kam die denn da durch? Wo sind die denn? Kacke, was macht man da denn? Wildschweine sind saugefährlich, Junge. Die sind saugefährlich. Also wirklich, die sind gefährlicher, als manche denken würden. Gerade wenn die vielleicht Jungtiere haben. Kaum Licht aus, geht's wieder weiter. Boah. Stell dir mal vor, ich sehe eins. Herzattacke. Herzattacke direkt. Ja. Wildschweine zerstören dich. Wenn sie wollen. Die können aggressiv sein. Ja. Die können echt aggressiv sein. Mit ihren Stoßzähnen. Aber die Wildsau, die muss mich doch riechen. Ich habe gehört, wenn die einen riechen, haben die keinen Bock. Oh, okay, das wäre natürlich gut. Guck mal, es hört direkt auf, wenn ich hinleuchte. Die haben zwei spitze Zähne an der Schnauze. Ja, ja, die können einen richtig wegnehmen. Ich hänge nicht so hoch. Wie soll man denn jetzt schlafen? Ja, unmöglich. Ich hätte so Schiss jetzt. Hau ab! Ich weiß nicht, was man machen soll. Soll man laut sein, soll man nicht laut sein? Keine Ahnung. Ich habe gehört, bei Bären soll man laut sein, habe ich gehört. Roar! 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 Gute Nacht. Boah. Man hat sie gehört, man hat sie richtig gehört. Man hat sie richtig gehört, die Wildschweine, ne? Oh. Oh, ich stehe auf meiner Kiste. Es ist mitten in der Nacht. Ich kann nicht schlafen, die Schmerzen sind zu stark. Oh nein. Ich habe Wahnvorstellungen. Aber wirklich schweren Grades. Ich liege in der Hängematte, kommt jemand, rechte Seite, und sagt, hier deine Salbe, schmier dich ein. Ich sag, was? Oh, was für nein. eine Salbe? Ich hab doch gar nicht gedrückt. Woher willst du wissen, dass ich Schmerzen habe? Ich hab den weggeschickt. Ich hab ihm gesagt, hau ab. Oh mein Gott, was passiert hier denn?
Oh mein Gott, Digga. Ja, das muss es ja für Knossi gewesen. Aber ich weiß es nicht. Ich kann es null einschätzen. Das Ding ist, wir haben jetzt am Ende das Camp gesehen, wie um 6.15 Uhr da ein Anruf reingeht. Da geht ein Anruf rein, ein Knopfdruck quasi, geht rein. Bei denen, im Camp. Das heißt, wir wissen auf jeden Fall, zu 1.000.000%, jawohl, dass nächste Folge jemand rausfliegt. Nächste Folge fliegt auf jeden Fall irgendjemand raus. Das wissen wir, das wissen wir. Nächste Folge fliegt jemand raus, das wissen wir, das wissen wir. Wir wissen, dass Knossi in der Nacht jetzt... Das Ding ist, das würden sie nicht machen. Sie würden uns nicht so krass spoilern. Das wäre ja dicker Spoiler, Knossi zu zeigen und dann Anruf. Das wird jemand sein, von dem wir es nicht denken. Das wird jemand sein, von dem wir es nicht denken. Aber wer? Wer hatte Probleme eben noch? Wer hatte am größten Probleme eben noch? Eigentlich am ehesten Probleme hatte Joris mit dem Water. Und Sascha eventuell, aber sonst eigentlich niemand so wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mit Knossi jetzt so spoilen würden. Oder vielleicht machen sie es, weil wir denken, dass sie es nicht machen würden. Keine Ahnung, aber dass er schon Wahnvorstellungen hat, wie jemand sagt, hier ist deine Salbe. Also es war wahrscheinlich so im Halbschlaf, I guess. Da kenne ich auch sowas, wie wenn man im Halbschlaf morgens vor der Schule denkt, dass man sich schon angezogen hat, schon Zähne geputzt hat und schon zur Schule möchte. Wisst ihr? Und dann wacht man auf und denkt, oh, ich habe doch eben schon alles gemacht. So ist es, glaube ich, eher gewesen. So stelle ich mir zumindest vor. Es hat sich aber nicht gut angehört bei Knossi. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so gespannt. Wir wissen nächste Folge. Wir wissen es. Wir wissen. Nächste Folge fliegt jemand raus. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass das Joris ist. Ich habe irgendwie in meinem Urin, dass es Joris ist. Ich habe aber keine Ahnung. Ich hoffe einfach nicht, dass es Knossi ist. Ey, wir werden sehen. Die Folgen werden zunehmend spannender. Und das finde ich gut. Und die Folge war auch gut, dass sie ein bisschen kürzer war. Ich bin ehrlich. Gut, auch mal eine knackige Folge rauszuhauen. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge. Die gibt es dann logischerweise morgen. Übermorgen. Übermorgen kommt sie raus, Samstag. Und meine Reaction kommt am Sonntag um 18 Uhr. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag, Freunde. Bleibt einfach alle so fresh und gut aussehen wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns und ciao.